Schon wieder eine ganze Menge Fans da hinten im Hintergrund im Borussia Park. Wetter ist aber auch super. Heute am Dienstagnachmittag ging es nämlich wieder los für die Jungs auf den Trainingsplatz. Denn man will natürlich ein bisschen trainieren. Am Sonntag um 17.30 Uhr gibt es das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und da muss ja noch mal ein bisschen reingehauen werden. Man will ja da einen Platz in der Tabelle gerne wieder haben. Aber vorher darf man vielleicht auch schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Denn das nächste Trainingslager ist schon terminiert. Das nächste Trainingslager für Borussia Mönchengladbach am Tegernsee steht schon fest. Hinter den Kulissen wird natürlich auch schon eine Weile für die nächste Saison geplant. Dabei haben die Profis noch in der laufenden Saison alle Hände bzw. Füße voll zu tun. An den Tegernsee zumindest dürften Janschke und Co. noch nicht denken. Geht es doch in die heiße Saisonphase und in die letzten Kämpfe um den dritten Platz in der Tabelle. Am letzten Wochenende musste der ja nach dem 0:0 in Frankfurt erstmal abgegeben werden. Ja, dass Leverkusen dann gewinnt zu Hause, das kann passieren. Aber wir müssen auch uns selber gucken und wir müssen unsere eigenen Punkte holen. Und ja, haben leider in Frankfurt nur eins mitgenommen. Hätte vielleicht drei sein können. Wir haben am Ende eine gute Chance gehabt. Aber ja, mit dem Punkt muss man dann jetzt leben. Aber ich meine, alles ist noch drin. So, von daher machen wir uns keinen Stress. Der dritte Platz, die direkte Qualifikation für die Champions League. Aktuell ist Bayer Leverkusen auf diesem Platz, aber punktgleich mit der Fohlen 11. Klar ist, unsere Jungs wollen den Platz zurück. Der nächste Schritt kann zu Hause am Sonntag gemacht werden. Dann geht es um 17.30 Uhr gegen den anderen VfL aus Wolfsburg auf den grünen Rasen. Es ist eine gute Mannschaft. Es ist nicht das erste Jahr, dass sie Euroleague spielen. So, von daher sind die das gewöhnt. Wir haben das selber auch erlebt und haben auch gute Spiele gemacht nach einem Donnerstagsspiel. So, wir müssen von uns selber ausgehen und nicht gucken, ob die Donnerstag und dann wieder Sonntag spielen. Einfach an uns selber, nach uns selber gucken und das Beste machen. Bis Sonntag stehen natürlich noch einige Trainingseinheiten an. Dabei wird akribisch an den Details gearbeitet, die dabei helfen sollen, die Wolfsburger zu schlagen. Ein Spiel wie zuletzt gegen Dortmund wäre doch super. Und Mannschaften, die von Anfang an mehr versuchen mitzuspielen, liegen unserer Borussia ja auch ganz gut. Ich glaube, eine Mannschaft, die mitspielt, ist für uns vielleicht etwas besser, weil wir dann auch wieder Räume kriegen und unser Konter setzen können. So, das wäre vielleicht besser, aber das werden wir Sonntag sehen. Da kann man sich ja auch schon auf den 32. Spieltag am 9. Mai freuen. Dann kann man im direkten Vergleich um Platz 3 spielen. Im Borussia Park gegen Bayer Leverkusen. Und die spielen ja auch gerne mit. Hoffentlich bedeutet das wieder mehr Platz für die Kombinationsstärke der Borussia.